Das ist die Jukebox mit dem Podcast. Am Mikrofon Dirk Konrads. Zu Gast heute bei uns Freddy Scherer von der Schweizer Rockband China. Scheue Rocker, aber sicher, die gibt's. Sie mussten einfach nur ein paar Jahre altern, um sich einzugestehen, dass auch die härtesten Jungs Zweifel haben dürfen. Ja, niemand hat gesagt, es sei easy, jemanden zu lieben und mit ihm oder gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ja, herausgekommen ist ein neues Stück der Schweizer Band China, was da heißt Love Someone. Was Freddy Scherer, der Gitarrist der Band China, zu sagen hat, hört ihr jetzt im Interview. Ganz klar, Love Someone, das neue Video, habe ich mir angeschaut, das ist mega. Ein toller Song, ein tolles Video, aber jetzt stellt sich für mich die Frage, wann kommt das Album dazu? Ja, ich kann dir leider diese Frage nicht beantworten, beziehungsweise noch nicht. Mhm. Das ganze Projekt jetzt wieder, was wir uns wieder zusammengefunden haben, quasi in der Original-China-Besetzung von der 80er Jahre, ist eigentlich aus einer Notsituation entstanden, eigentlich weil alle mit ihren anderen Bandprojekten eigentlich wegen Corona halt nichts machen konnten. Ja. Und da kam halt die Idee auf, für mit China wieder zusammenzukommen, eben die alten Members, die alten Songwriters zusammen wieder was zu machen. Wurden wir nochmals gebremst, weil wir dachten, dass wir eigentlich so für 200-300 Leute am Abend spielen können. Ja. Aber das war dann zu viel. Irgendwann hieß es nur noch 50 und da haben wir gedacht, gut, das geht natürlich nicht, oder? Mhm. Und dann haben wir die Zeit genutzt und wieder zusammen ein paar Songs geschrieben. Und das ist eigentlich der erste, den wir rausgepickt haben, in den wir auch ein bisschen investiert haben, auch richtig aufgenommen haben. Ja. Und und das hat jetzt sehr gute Reaktionen gegeben, diesen Song. Und jetzt, wir sind am zweiten, sind wir bereits im Studio dran. Und wir werden jetzt einfach Song by Song das Album mal uns annähern, würde ich mal so sagen. Ich denke, also realistisch Ende nächstes Jahr sollte ein Album zusammen sein, oder? Ja. Aber vielleicht auch vorher. Mal schauen, wir nehmen es momentan Song by Song. Ja, genau. Aber es ist ja schon mal eine Perspektive, ne? Auch vor allen Dingen für die Fans. Du hast den Song Love Someone mit dem Claudio geschrieben. Ist ja vom Text her könnte man sagen ein Liebeslied. An was habt ihr beide da gedacht beim Songschreiben? Jetzt bezüglich Text war es so, dass wir am Anfang komplett in eine andere Richtung gegangen sind. Und zwar eher Nobody said it was easy, aber also niemand hat gesagt, es sei einfach, aber es hatte nichts mit Liebe zu tun. Und irgendwann haben wir gedacht, du, irgendwie wäre es doch noch cool, weil die Liebe wird ja meistens so besungen, entweder es ist alles rosa oder es ist alles Herzschmerz und Weinen und Traurigkeit, oder? Ja. Und wir haben einfach gefunden, es wäre doch eigentlich noch cool, weil das Reell-Leben ist eigentlich so, dass das ist halt auch in der besten Beziehung ist es halt meistens nicht so einfach, gerade heutzutage,
wo man immer auf Hochspannung läuft und immer alles schnell gehen muss und die Leute immer gestresst sind, kann es im Paarleben alles ziemlich rumpeln, oder? Ja, stimmt. Und unsere Message ist eigentlich, es ist halt nicht so einfach oder nicht immer einfach, aber es lohnt sich trotzdem, oder? Ja. Also der Aufwand lohnt sich, das ist eigentlich der ganze Textinhalt. Ich meine gelesen zu haben, dass ihr in der Schweiz eine kleine, ich nenne sie mal Reunion-Tour startet. Ich denke mal, ihr spielt die ganz alten Songs auf der Tour, oder? Genau, das ist die Idee. Also es war überhaupt die Grundidee vor 2 Jahren, wieso wir das gemacht haben, wieder die alten Songs zusammen zu spielen. Und das vor allem von den ersten 2 Alben mit 2, 3 Ausnahmen einfach diese live zu spielen. Mhm. Und logischerweise haben wir jetzt unterdessen natürlich 1, 2 neue Songs im Lager, wie jetzt der Love Summer natürlich. Und das Ganze entwickelt sich jetzt von Woche zu Woche aber klar, also 90% sind die alten Songs, die ersten beiden Platten, die wir 87 und glaube ich 89 veröffentlicht haben. Ja. Viele Bands erfinden sich ja gerne neu, vor allen Dingen nach so einer langen Pause oder nach einer Reunion. Wie sieht das bei euch aus? Bleibt ihr die Alten oder habt ihr auch vor, so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen bei den neuen Songs, die ihr machen wollt? Nein, also es ist ganz klar, wir wollen die 80er, 90er Jahre, ja, wir kommen von da, von diese Richtung. Mhm. Und die Leute, die an ein China-Konzert kommen, die wollen ja das. Die kommen nicht an ein China-Konzert, um irgendwelche progressive Lieder zu hören. Deshalb, wir werden da bleiben. Logischerweise profitieren wir von den heutigen Mechanismen, von der modernen Technik und alles. Und sich die Sounds sind wahrscheinlich auch ein bisschen anders und nicht mehr ganz so pompös wie so in den 80er Jahren. Also immer noch viel Hall, aber vielleicht ein bisschen weniger Hall. Oder? Aber das Ganze wird schon, es soll an die 80er Jahre erinnern. Ja. Haben wir auch eine Chance, euch hier bei uns in Deutschland zu sehen? Vielleicht mal ganz speziell auch in Köln? Köln haben wir leider noch kein Datum fixiert. Wir spielen im Januar und Februar haben wir momentan 3 Daten in München, Memmingen und in der Nähe von Regensburg, glaube ich. Also ist alles relativ im Süden momentan noch. Wie gesagt, wir arbeiten da Schritt für Schritt und tun uns langsam ein bisschen wieder ausbreiten. Ja, ich meine, das ist auch abhängig. Also wird sicher noch was kommen. Ja, ich meine, das ist auch abhängig, wie das jetzt mit der Corona-Pandemie weiter vonstatten geht, denke ich mal. Genau, ja. Genau.
hast mal gesagt, oder es steht auch auf einer Homepage, ich lebe den Rock'n'Roll-Traum immer noch, der vor 30 Jahren begonnen hat. Und jetzt mal meine Frage zu deinem Traum. Kannst du dir vorstellen, auch mal was ganz anderes gemacht zu haben oder zu machen als nur Musik? Also gemacht, ja, also ich bin nicht ein Mensch, der nur einseitig was machen kann. Also auch heute, Musik ist ganz klar, das war der Traum, als ich 13, 14 Jahre alt war. Mhm. Das war mein großer Traum. Ich meine, all die Bilder in den, wie hießen die Magazine, Bravos, Pop Rock, Popcorn, das war natürlich schon das Ding, das war ein Traum. Und ich bin sehr dankbar, dass ich den verwirklichen konnte. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich andere Dinge auch sehr gern mache, oder? Logischerweise kann man sich nicht auf zu viele Pferde irgendwie ja ausreiten, weil sonst verliert man ein bisschen den Fokus. Aber ich habe jetzt unterdessen, ich bin da in der Schweiz, partizipiere ich da in so einem Gourmet-Shop mit Wein und so, aber das ist ein Hobby von mir, das ist auch jetzt nicht, da bin ich auch nicht abhängig von dem. Ich bin auch ein super passionierter Skifahrer. Ja, also es gibt x Dinge oder vielleicht etwas, was ich gar noch nicht weiß, was kommen könnte, aber ganz klar Musik, da bin ich auch zu Hause. Bin aber nicht abgeneigt, noch andere Dinge zu machen. Ja, Musik generell, was hörst du privat gerne? Ich muss sagen, je länger, je weniger. Viele von meiner Zeit investiere ich in die eigene Musik. Und ansonsten höre ich eigentlich sehr viel auch Radio. Spezifisch jetzt nicht unbedingt nur die Mainstream-Radio-Station, sondern spezielle Sendungen, sei es jetzt Rock, sei es Jazz, sei es ich bin ja ursprünglich in der Westschweiz aufgewachsen, sprich mit der französischen Sprache. Ja. Ich höre auch wieder gerne so alte französische Lieder. Also wenn ich in der richtigen Stimmung bin, kann es auch ein Jacques Brel sein. Ah ja, wo ich dann ein, zwei Stunden also noch so gern höre. Wie gesagt, in der richtigen Stimmung dann, oder? Ja. Ich denke, so in meinem Alter guckt man auch ein bisschen zurück und was da war, und Nostalgie und alte Erinnerungen. Und habe ich genauso gerne wie neue Bands. Bin ich mir auch immer wieder mal abchecken. Jetzt habe ich gerade wieder was... wie neu die sind, weiß ich nicht, aber diese Coheed und ein Cambia, mit progressiv, das ist gnadenlos, muss ich sagen, das ist mega, also es kommen immer wieder super Sachen raus, oder? Und, aber die, ich sage jetzt mal, das Panorama hat sich bei mir in den letzten 30 Jahren ziemlich erweitert. Ja, ja, ist bei mir genauso, das ist unserem Alter irgendwo gezollt, das stimmt schon. Muss mit dem Alter zusammenhängen. Ja, unbedingt. Du sagst über dich selber, du reist gern mit Freunden um die Welt, du spielst gerne Musik, du magst viele Leute kennenlernen, zusammen schöne und schwere Momente erleben und sich am Ende des Tages gemeinsam einen Drink gönnen. Genau. Wir haben ja in der Zeit jetzt Corona-bedingt all diese Dinge leider nicht so ausleben können. Was waren da zum Beispiel deine Alternativen? Also ich muss jetzt sagen, das Ganze hat jetzt anderthalb Jahre gedauert, oder? Mhm. Also am Anfang war der Schock, zu Hause bleiben zu müssen quasi, Restaurants zu, Clubs zu, nicht mehr spielen. Also die ersten zwei, drei Monate waren hart und man musste zuerst mal checken, also auch jetzt von der Gesundheit, oder was kommt da auf uns zu überhaupt, oder? Ja, genau. Und dann irgendwann hat man das ein bisschen so durchschaut, was Sache ist, dass man aufpassen muss, dass das Leben eben trotzdem weitergehen kann. Ich
sage jetzt mal, in der Schweiz war es jetzt für uns nicht ganz so schlimm, wie wenn ich da in den Nachrichten gesehen habe, was da zum Teil in Italien, in Spanien abging, wo da man darf, oder auch in Deutschland, ein Kollege von mir in Konstanz, der hat mir gesagt, du, nach 8 Uhr kann ich da nicht mehr raus. Dann habe ich gesagt, wie bitte, okay. Ja, so schlimm war es hier nicht. Wir haben auch immer zusammen Musik gemacht. Es war, glaube ich, sogar auch immer legal, aus meinem Wissen. Es war nie verboten, in den Übungsraum zu gehen. Also glaube ich zumindest. Also jetzt ist es auf jeden Fall wieder erlaubt. Und Konzerte gab es fast keine. Ich muss aber sagen, es gab wirklich auch, es hat Positives auch gehabt. Man hat riesig wieder ein bisschen neu getimt, die Uhr neu eingestellt irgendwie. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht nur negativ. Es hat sicher viele Leute gehabt, die haben sehr daran gelitten. Mhm. Bei mir war es nicht tragisch. Ich würde sogar sagen, es hatte was Positives. Also die Musik ging weiter. Tournee nein, aber das ist nicht aufgehört, oder? Also ja. mit den Freunden zusammenkommen und das Glas Wein trinken, das war immer noch, und zusammen musizieren auch halt nicht. Auch halt nicht um die Welt reisen, oder? Ja. Also wie gesagt, man freut sich jetzt umso mehr, wenn das Ganze dann wieder losgeht, oder? Ja, ganz genau. Sehe ich auch so. Du hast ja gerne Freunde um dich rum, und was würdest du über dich selbst sagen? Ist es leicht, mit dir befreundet zu sein? Also ehrlich gesagt, also mit vor 30 Jahren war es noch viel leichter. Ja. Ich habe immer gedacht, mit dem Alter wird man irgendwie ruhiger, also ja, zufriedener. Nicht, dass ich jetzt nicht zufrieden bin, aber man hat irgendwie die Ansprüche, also man wird nicht ruhiger. Das hat mich ein bisschen erstaunt. Also ich kenne ganz, ganz wenig Leute, die ruhiger geworden sind. Eher Tendenz, man will fast mehr noch. Eben genau, und das vereinfacht nicht unbedingt, aber ich suche keine komplizierten Geschichten. Eigentlich ist es relativ einfach, bei mir befreundet zu sein. Würde ich mal so sagen. Ja. Du sagst, am Ende des Tages gemeinsam einen Drink zu gönnen. Was ist für dich der perfekte Tag und der perfekte Drink an so einem? Also ich würde es mal so sagen, der Drink schmeckt genauso gut, wie der Tag war, oder? Also ich meine, du kannst keine Ahnung, 1986er Bordeaux auftischen und der Tag war nicht gut, dann wird dir auch dieser Drink nicht schmecken. Das Gleiche ist mit dem, wenn du Freunde zu Hause hast und du kochst was. Wenn die Stimmung gut ist, was ja meistens ist, dann schmeckt das Essen einfach besser, als wenn halt ein bisschen eine mürbische Stimmung herrscht, weil da kannst du das beste Fleisch auf Tisch nicht schmecken. Also, ja. Also sicher ein erfolgreicher Tag, wenn du irgendwas geschafft hast, also wenn du an etwas dran bist und das dann eine erfolgreiche Wende nimmt, und dann mit diesen Leuten, mit denen du dieses Projekt gemacht hast, dann zusammen was zu essen. Also das geht dann schon richtig Perfektion, oder? Ja, ja. Das Gleiche gilt natürlich an einem Wochenende mit der Freundin, wenn die Stimmung gut ist, was zu zweit. Ich finde jetzt aber auch so ein genialer Skitag mit Kollegen oder Familie, was auch immer, ist natürlich auch top. Ja, also es gibt verschiedene perfekte Tage. Ja.
Das war der Jukebox Podcast. Diesmal mit Freddy Scherer von der Schweizer Rockband China. Am Mikrofon für euch Dirk Konrads. Und ich sage Tschüss, bis demnächst.